Servus, Mobilfreunde. Heute mal eine Kleinigkeit. In diesem Fall ist mir das Scharnier von der Sitzbank kaputt gegangen, beziehungsweise der Stift hier. So, das möchte ich reparieren, ohne großen Aufwand, da ich wirklich keine Lust habe, da irgendwie so neue Scharnierteile oder irgendwas zu kaufen. Und ja, dann können wir mit einem Seitenschneider seitlich hier ansetzen und den Stift dann herausziehen. So, immer weiter rausziehen. Und dann können wir die Sitzbank hier komplett abnehmen. Und dann werde ich mir noch überlegen, was ich hier mit der Hülse mache oder wie ich das ersetzen werde. So, dann ziehe ich mal weiter den Stift raus. Es geht wirklich gut mit dem Seitenschneider, da kann man dann entgegenhebeln. So, jetzt wird es etwas schwieriger, da ist die Sitzbank und hier ist jetzt das Stück. So, die Sitzbank legen wir mal auf die Seite. Ja, und das ist der Stift. Der ist hier auf einer Seite normalerweise ausgewölbt, das ist auch schon etwas ausgerissen und hier, ja, das hatte einfach keinen Halt mehr und ist dann einfach irgendwann während der Fahrt herausgegangen. Jetzt werde ich mir überlegen, wie ich das repariere. Ich glaube, ich werde das hier ein bisschen abschleifen und werde hier Gewinde reinschneiden und mit zwei Schrauben jeweils seitlich das Ganze wieder befestigen. So, jetzt gibt es noch ein kleines Problem. Also hier auf der Seite sieht man ja, hier ist, hier ist ja so eine Art Loch, aber dann kommt Rohmaterial, ja, und hier ist es ja schon ausgebrochen, also hier kann ich kein Gewinde mehr schneiden, das heißt, ich muss das quasi aufbohren, den Stift, und hier auf der Seite am besten auch, dass wir da einen gescheiten Griff bekommen mit dem Gewinde, und das Ganze versuche ich hier jetzt mit der Standbohrmaschine, und bevor ich das mache, obwohl ich bohre zuerst das Loch und dann schleife ich das hier mal ab. Also, einspannen. Ich hoffe, das Licht passt soweit. Schön einspannen. So sieht man es. Ich drehe mal das Display herum. Genau. So. Ja, das Licht ist mal wieder große Klasse. So. Okay. Ich habe hier jetzt einen 3,5 mm Bohrer, das sollte hinhauen. Damit können wir dann ein M4er Gewinde schneiden und mit M4er Schrauben nachher die Sitzbank fixieren. So ist das, so ist mein Gedanke dabei. Ich hoffe auch, dass das funktioniert, was ich da vorhabe. So, genau. Ich muss das Bohrfutter hier noch befestigen. So. So, sieht man schön. Display. Jetzt habe ich hier mal ordentlich viel reingebohrt. Das werde ich jetzt auch auf der anderen Seite machen. Und dann schleife ich das hier noch ab. Und dann werden wir das Gewinde nachschneiden. So, ich habe jetzt jeweils circa 1,5 cm auf beiden Seiten reingebohrt, dass wir die Schraube auch nachher schön tief eindrehen können. Jetzt werde ich mit einem Schleifstein
das, was hier so rausgebrochen ist, quasi abschleifen, dass es nachher alles schön bündig ist. Und dann denke ich, gehen wir ans Gewinde schneiden. So einen Schleifstein kann ich jedem nur empfehlen. So, dann sollte das Ganze so aussehen. Und dann kommen wir zum Gewindeschneiden. So, Gewindeschneiden ist kein Hexenwerk. Ich habe jetzt leider kein Schneidöl da. Ich benutze jetzt für den Castrol einfach das Viskogen. Das sprühe ich jetzt da ein bisschen in das Loch. Ein Windeisen, M4er Gewindeschneider. Und das Ganze dann einsetzen. So, okay, dann können wir auch schon anfangen, gerade aufsetzen. Und dann so lange drehen, bis ihr merkt, der Schneider greift jetzt. So, drehen, drehen. Also ich mache es gerne so. Zwei Umdrehungen und dann. Also eine ganze Umdrehung sozusagen. Also das ist jetzt eine ganze und eine halbe immer wieder zurück. Eine ganze Umdrehung, eine halbe wieder zurück. Somit können sich die Späne nachher nicht verfangen, ja? Weil ihr habt an dem Gewindeschneider quasi Spurrillen, wo euer Material, das ihr abtragt, dann nach oben befördert werden kann. Und wenn ihr das. So, ich glaube, ich bin da unten schon angekommen. Vorsichtig wieder rausdrehen. So, dann das Gewinde auswaschen. Dann gucken wir mal. Ja, da können wir die Schraube. Dann schön reindrehen. Das ist, denke ich, ganz okay. So, und jetzt auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Wieder einölen. Ansetzen. Leicht beim Ansetzen leichten Druck ausüben, bis ihr merkt, jetzt greift der. Und dann könnt ihr hier schön. Euer Gewinde hereinschneiden. So, ich merke, ich muss mir auch unbedingt eine andere Spannvorrichtung besorgen, weil das ist der letzte Scheiß. So, und dann, bis ihr merkt, ihr trefft jetzt auf Widerstand und dann hört ihr auf und dreht wieder raus. Und Gewinde wieder auswaschen. So, prüfen. Jawohl. Hier können wir jetzt schön die Schrauben reindrehen und so unsere Sitzbank nachher wieder fixieren. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe jetzt hier noch Muttern aufgeschraubt, da die Schrauben etwas zu lang sind, sage ich mal, und hier noch Unterlegscheiben. Da werde ich dann innen
auch noch welche einsetzen und das Ganze mit Schraubensicherung nachher dann fixieren. Okay, ich habe jetzt doch kleinere Schrauben genommen, weil in dem Fall dienen dann die Schraubenköpfe mit der Unterlegscheibe quasi als Begrenzung, dass unser Stift nicht quasi sich herauslösen kann. Ja. Und das Ganze werde ich jetzt mit Schraubensicherung dann noch fixieren, festdrehen und dann sollte das hier wieder top funktionieren. Okay, Schraubensicherung. Wo habe ich die mal wieder hingestellt? Ah, da ist sie. Okay, wir setzen jetzt erstmal den Stift ein. Wichtig ist auch, dass ihr nicht zu viel von der Stange hier abtragt an Material. Weil sonst kann es passieren, dass ihr mit den Schrauben dann das Ganze fixieren müsst und andrehen müsst. Und das wird dann blöd, weil so guckt der Stift jetzt immer links und rechts noch ein Stück raus. Und die Köpfe dienen wirklich nur als Begrenzung, dass der Stift nicht herausfallen kann. Ja? Ich hoffe, das ist verständlich. So, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite, dass ich das Licht hier nicht wegnehme. So. Okay, wir setzen das wieder ein. Und jetzt den Stift wieder hier durch. Ja, das Ganze ist wieder Fummelarbeit. So, Moment. Na. So. Und jetzt auf die andere Seite noch durch das Loch irgendwie durchbekommen. Wenn man das mal will, dann nehme ich wieder mal noch meinen Seitenschneider zur Hilfe. Ich versuche das hier durchzudrücken, aber das geht echt schwer. Ja, so, jetzt ist es auch auf der anderen Seite durchgesteckt. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ah, ich nehme mal die Kamera ab. So, jetzt seht ihr das. Hier ist der Stift auf der Seite und hier ist der Stift auf der anderen Seite. Und die Schraubenköpfe fixieren jetzt nur noch. Also was heißt fixieren? Die sind einfach nur noch als Begrenzung da, dass der Stift nicht wieder herausrutschen kann. So hatte ich mir das überlegt. Okay, die Schrauben dann mit Schraubensicherung einschmieren, dass sie sich nicht von selbst wieder lösen, weil ja, bei einem Zweitakt, da haben wir etwas mehr Vibration. Hier immer ein bisschen Schraubensicherung drauf. Und dann können wir das Ganze schon hereindrehen. Es ist etwas fummelig. Aber das sollte eigentlich gehen. So, jetzt dreht sich schon der Stift mit. Und dann auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Auch hier auf die Schraube wieder Schraubensicherung. So, hier ist es etwas schwieriger. So. Und das Ganze reindrehen. So, das heißt, die Schrauben, die drücken jetzt nicht das Scharnier zusammen oder sowas. Die Köpfe von den Schrauben mit den Unterlegscheiben, die dienen jetzt wirklich nur als Begrenzer, dass unser Stift hier nicht mehr herausspringen kann. So. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ich würde sagen, das ist perfekt und das wird wieder lange Zeit halten. So, das war jetzt mal wieder so eine kleine Reparatur zwischendurch. Wenn es euch gefallen hat, liked. Wer noch nicht abonniert hat, abonnieren. Ich werde hier alles,
was mit der Zeit an Reparaturen anfällt, aufnehmen und auf YouTube hochladen. Gut, dann wünsche ich euch weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Video.